Alles wieder offen. 3:3. Passierball von Conchita Martinez, die damit mit 4:3 in Führung geht. Die Graf, wie stets, einen Tick eher an der Grundlinie als ihre Gegnerin, liegt mit 3:4 zurück. Break und Re-Break im 5. bzw. 6. Spiel dieses ersten Satzes. Steffi Graf schon zugute, dass die Weltranglistenvierte aus Barcelona sich ihrerseits Fehler leistet. Zweimal Spielball zum Vierbeide. Da macht sich Steffi Graf ganz lang, kann den Ball aber nicht optimal treffen. Thank you.
Von Steffi Graf, skeptischer Blick hier von Heinz Günthert. Steffis Coach. Blickchance für Conchita Martinez. Die dritte Möglichkeit der Spanierin in diesem Spiel. Sie muss Druck machen, rückt auf nach vorn und das Spiel geht an die Spanierin. Hier nochmal die Wiederholung. Er ist etwas zögerlich, geht sie nach vorne und der Ball verhungert dann, da kommt Steffi Graf nicht ran. 5:3 Führung, zweiter Aufschlagverlust von Steffi Graf. Für Conchita Martinez. Zu Null geht dieses Aufschlagspiel an die Spanierin. Sie gewinnt den ersten Satz mit 6:3 und da hat sich gerecht, dass Steffi Graf, nachdem sie der Spanierin zum 3:2 den Aufschlag abgenommen hat, die Zügel hat schleifen lassen. Der erste Satzverlust von Steffi Graf in dieser Woche hier in Philadelphia. Sie eröffnet den zweiten Durchgang mit eigenem Aufschlag. Nicht schlecht. Das gibt natürlich Selbstvertrauen. Und jetzt spielt Conchita Martinez mit Steffi Graf. Das Blatt hat sich in der Tat gewendet. Zeit genug, diesen Rückhandstopp anzubringen.
Wieder droht Steffi Graf ein Aufschlagspiel zu verlieren. Da kam Conchita Martinez nicht mehr richtig unter den Ball. Vorteil für Steffi Graf. So, nach Zittern und doch 1:0 Führung für Steffi im zweiten Satz. Eins zu null Führung für Steffi Graf, Aufschlag nun für Conchita Martinez. Die Spanierin schlägt besser auf als ihre Gegnerin. Immer wieder Fehler von Steffi Graf und diese Fehler
sind besonders ungünstig, machen sich besonders bemerkbar gegen die beherzt aufspielende Conchita Martinez. Gestern im Halbfinale war das noch eine ganz andere Geschichte. Kimberly Poe ist halt doch nicht das Kaliber einer Weltranglistenvierten. Conchita Martinez beinahe noch herangekommen. Der Ball blieb an der Netzkante hängen und dann der etwas zu späte Start der Spanierin. 30-0 Führung. Kurz der Lob von Steffi Graf. Endlich mal ein Aufschlagspiel von Steffi Graf, in dem sie sich keiner Breakpunkte erwehren muss. Das Spiel geht an sie, sie führt im zweiten Satz mit 2:1. Geld spielt in Amerika eine große Rolle. Und wir sagen nur, dass die beteiligten Spielerinnen die Zahlen alle im Detail gar nicht kennen. Und nicht mal halb so viel drauf geben für die Journalisten. Sichtlich und hörbar unzufrieden ist Steffi Graf.
Wiederum lässt Conchita Martinez Steffi Graf ins Leere laufen. Applaus der Zuschauer vor Ort in Philadelphia im Civic Center. Zwei beide. Obwohl Conchita Martinez im Laufe dieser Woche mehrfach sagte, es ist Jahresende, ich bin müde, es ist schwer, sich zu konzentrieren, hat sie sich im Laufe dieses Endspiels hier in Philadelphia steigern können. Der Ball. Conchita Martinez braucht jetzt ihrerseits gar nicht so viel zu tun, denn den Großteil der Arbeit erledigt ihre Gegnerin. Dreimal Breakchance für die 21-Jährige. Die schnell genug ist, aber überhastet spielt diesen Ball. Rückball Nummer 1 ist abgewehrt. Es ist schwer, wenn im Laufe einer solchen Turnierwoche die Gegnerinnen in den ersten Runden einen nicht fordern und dann im Endspiel die erste richtige Aufgabe wartet. Der ganze Platz war offen. Das Spiel geht an Conchita Martinez, der neue Aufschlagverlust. Für Steffi Graf 3:2 Führung für die Spanierin. Wir sind wieder zurück in Philadelphia, meine Damen und Herren. Steffi Graf liegt zurück im zweiten Satz. Mit 2:3. Und es ist schon erstaunlich, woher Conchita Martinez diese Kräfte nimmt, denn sie ist auch im Doppelwettbewerb noch vertreten, hat gestern lange noch arbeiten müssen an der Seite ihrer Partnerin Larissa Nieland. 6-7, 7-6, 7-6 haben sich qualifiziert für das Endspiel gegen die Kombination Stubbs-McNeil und das hat dem Selbstvertrauen offenbar gut getan. Aus. 30:0 Führung für Conchita Martinez.
Die Spanierin verteilt die Bälle, hat eine gute Länge in den Schlägen. Führt nunmehr mit 40 zu 0. Und so ganz langsam wird jetzt auch bei ihr das Nachdenken beginnen. Denn eine 0 zu 9 Bilanz gegen die Weltranglistenerste, die geht natürlich nicht spurlos an ihr vorbei. Und jetzt, wo die Tür, sagen wir es mal so, ein Spalt weit offen steht, da beginnt natürlich auch das Nachdenken. Zu 0 geht dieses Aufschlagspiel an die Spanierin. 4 zu 2 Führung. Aber wir erinnern uns, in diesem Jahr hat Steffi Graf so manches Endspiel noch herausgerissen. Viele ihrer 9 Turniererfolge in der Saison 93 hat sie sich erkämpft, Rückstände aufgeholt. Mal sehen, ob es heute klappt. Keine schlechte Idee. Nur die Umsetzung dieses Schlages war unzureichend. Das einzig Richtige, nämlich stehen bleiben, abwarten, was die Gegnerin macht. Verkürzt auf 3 zu 4 im zweiten Satz. Nun nimmt auch Steffi Graf eine längere Pause in Anspruch. Ist nicht mehr ganz so schnell an der Grundlinie wie noch zu Beginn dieses Endspiels. Applaus für beide Spielerinnen. Conchita Martinez hinterlässt bislang einen guten Eindruck. Viele, viele Fehler auf Seiten von Steffi Graf machen der das Leben unnötig schwer. 4-3 Führung für die Weltranglisten Nummer 4. Und nun Aufschlag für die Führende. Spielereien gegen Amy Fraser hat Conchita Martinez fast schon schläfrig, behäbig gewirkt im gestrigen Halbfinale. Davon heute nichts mehr zu spüren, obwohl sie die Doppelbelastung, wie eben gesagt hat, dass sie im Einzel- und im Doppelwettbewerb noch vertreten ist in Philadelphia. Schlägerwechsel bei Steffi Graf.
In Serie gewonnen. Breakchance für Steffi Graf. Conchita Martinez behält die Übersicht, bleibt ruhig. Ein Stand. Inzwischen laut Statistik auf der Rückhandseite mehr Fehler bei Steffi Graf als noch zu Beginn der Partie. Sie mehr Fehler mit der Vorhand machte und das merkt natürlich auch Conchita Martinez. Oh oh, erneut Spielgewinn für die Spanierin, die gesehen hat, dass die linke Platzhälfte von ihr aus gesehen weit, weit offen war. Da beschäftigt sie Steffi Graf auf deren Rückhandseite. Zeit genug, die Rückhand zu umlaufen, Longline die Vorhand zu platzieren. 5:3 Führung und nun wird's eng für Steffi Graf. Beschwert sich die Spanierin darüber, dass die Fotografen sich bewegen würden. Dem dürfen wir nicht vergessen, eine fünfwöchige Pause, eine lange Zeit. Und wenn, ich sagte es eben, die erste richtige Aufgabe, der erste richtige Test im Endspiel wartet, dann kann sich das natürlich rechnen, dass man im Laufe der Woche nicht richtig gefordert wurde. Zweimal Matchball für Conchita Martinez. Gibt's hier in Philadelphia die große Überraschung? Matchball Nummer 2. Das ist mutig, was Conchita Martinez da spielt. Den Lob, den bringt sie ins Feld, reckt beide Fäuste hoch. Sie bezwingt Steffi Graf überraschend, muss man sagen, mit 6:3 und 6:3. Conchita Martinez.
jetzt also im 10. Aufeinandertreffen mit Steffi Graf zum ersten Mal erfolgreich. Sie stürzt die Titelverteidigerin in Philadelphia vom Thron. Als Resümee muss man sagen, Generalprobe für die Virginia Slims Championships ab Montag, ab morgen in New York gescheitert. Conchita Martinez auf dem Weg zu ihrem Trainer Erik van Harten. Küsschen, Gratulation. Steffi Graf hat offenbar die Pause doch nicht so gut wegstecken können nach dem Turnier in Leipzig. Uns liegt hier kein aktuelles Bulletin vor. Sie hat uns die ganze Woche über erzählt, es gehe ihr gut. Darin ist wohl der Grund nicht zu suchen. Ich sehe eher darin, dass sie in dieser Woche nicht genug gefordert wurde. Sie sollte sich damit begnügen zu sagen, dass es alles in allem sportlich zufriedenstellend gelaufen war und sich diese Niederlage im Endspiel nicht allzu sehr zu Herzen zu nehmen. Steffi Graf verliert mit 3:6 und 3:6. Conchita Martinez gewinnt ihren 19. Einzeltitel, den 4. in diesem Jahr, den 5. pardon, im Jahr 93. Und mit den Bildern vom Civic Center aus Philadelphia und dem Hinweis darauf, dass es ab morgen täglich live und in Zusammenfassung Berichte vom Masters aus dem New Yorker Madison Square Garden gibt, verabschiede ich mich von Ihnen und gebe zurück nach Köln zu meinem Kollegen Norbert Dobeleit. Ja, vielen Dank, Herbert.